Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute gibt's einen kleinen Nachtrag zum Video von gestern, zum DLC League Video von gestern. Wer es noch nicht gesehen hat, Link dazu in der Videobeschreibung. Und zwar werden wir heute ein bisschen über einen möglichen Map Remake aus MW2 sprechen und über die DLC Waffe oder eben Waffen. Kommen wir erstmal zum Map Remake. Und zwar sieht so aus, dass es vielleicht Scrapyard aus MW2 eben jetzt in Call of Duty Ghosts geben wird und vielleicht sogar im ersten DLC. Es gab ja vor einiger Zeit schon einen Leak und alle Mapnamen aus den DLCs sind schon bekannt. Link zu diesem Video auch in der Videobeschreibung. Und letztendlich gab es da eben auch eine Map mit dem Namen Boneyard. Da habe ich mir noch nicht wirklich was bei dem Namen gedacht. Revive PC Gaming hat mich aber dann darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich so ist, dass die Map Scrapyard aus MW2 von der Datei her eben Boneyard heißt. Das heißt, es könnte entweder sein, dass es eine neue Map gibt mit dem Namen Boneyard, oder es ist eben so, dass Scrapyard doch eben nochmal kommt. Und wie es aussieht, kommt sie eben nochmal, eben als Remake-Map jetzt hier in Call of Duty Ghosts im ersten DLC. Denn es ist noch ein weiterer Hinweis eben aufgetaucht, und zwar hat sich einer ganz gut hingelegt auf Scrapyard und man sieht dann doch einige Ähnlichkeiten zur Map Ignition. Das heißt, Ignition könnte Scrapyard sein. Das Bild ist mal unten in der Videobeschreibung verlinkt und natürlich auch der Twitter-Account von dem, der das eben rausgefunden hat. Und ich würde sagen, die ganze Sache sieht schon ganz schön krass ähnlich aus. Es ist halt wahrscheinlich wieder so wie eben bei Black Ops 2, dass man eben die Black Ops 1 Maps hergenommen hat und da einfach irgendwas Neues draufgebaut hat, und so sieht es eben jetzt auch aus. Das heißt, die Struktur von der Map bleibt gleich, aber die ganzen Objekte und die ganzen Texturen wurden eben verändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Map kommen wird. Wenn sie kommt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch wenn ich finde, dass es eigentlich bessere Maps gegeben hat in MW2. Und nein, ich spreche nicht von Terminal. Terminal habe ich wirklich oft genug gespielt, aber zum Beispiel Hi-Rise oder so wäre schon ziemlich geil gewesen. So viel jetzt zur Map, kommen wir mal zur Waffe. Und zwar habe ich ja in dem Video gesagt, dass es letztendlich eben zwei Waffen geben wird. Und das ist nicht unbedingt so bestätigt. Ich dachte einfach, gut, da steht, dass es eben zwei Waffen gibt von dieser einen Firma. Und zwar eben ein Scharfschützengewehr und ein Sturmgewehr. Denn ich habe nicht gedacht, dass es irgendwie ein Hybrid werden könnte. Denn letztendlich ist es ja so, dass diese Hybridwaffen eben die Marksman Rifles sind. Und deswegen habe ich gedacht, gut, da steht nicht Marksman Rifle. Das heißt, es müssen zwei Waffen sein. Ganz schön viele Leute sagen jetzt aber, es könnte auch einfach eine Waffe sein, die man hin und her schalten kann. Das heißt eben eine Waffe, die irgendwie auf der einen Seite eben eine Scharfschützeneigenschaft hat und die man aber dann so umstellen kann, dass sie dann eben auch wie ein Sturmgewehr funktioniert. Ich weiß nicht, was letztendlich stimmt. Ich glaube eigentlich an die zwei Waffen, muss ich persönlich sagen. Allerdings wollte ich euch jetzt einfach mal noch eine andere Sichtweise hier präsentieren, also damit ihr dann wisst, wie es andere Leute denken. Ich persönlich glaube aber eher an zwei Waffen. Was letztendlich eigentlich stimmt, müssen wir einfach schauen. Das DLC kommt am 26. Januar schon raus für die ganzen Xbox-Benutzer, das heißt, spätestens da wissen wir dann eben mehr. Allerdings gibt es davor wahrscheinlich eh schon neue Videos und neue Gameplay-Material-Szenen eben zu diesem DLC. Das war's jetzt zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr wollt, dürft ihr das Video außerdem gerne teilen, würde mir auf jeden Fall extrem viel helfen. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.